Trete zurück! Trete zurück! Was? War ich das? Der du den Delaware überquertest mit flammendem Schwert auf Engelsflügeln. Behüte mich. Ihr wolltet mich töten. Vater Washington. Bum. Bum. Jetzt darf ich sie nicht mal plündern und keine Waffen mitnehmen? Was soll der Scheiß? Was zum... Ich muss rauf aufs Dach. Diese Skyline nach Monument Island bringen. Sehr merkwürdig, was hier passiert. Ich weiß, was du hier willst, falscher Hirte. Ich sehe jede Sünde, die deine Seele verfinstert. Wounded Knee. Die Pinkertons. Alkohol, Glücksspiel. Und natürlich Anna. Und jetzt, um die Schuld zu tilgen, willst du mein Lamm rauben? Doch nicht jede Schuld lässt sich tilgen. Booker. Du kennst mich nicht, Kumpel. Die Prophetie ist mein Beruf, Mr. DeWitt. So wie Blut der Ihre ist. Wissen Sie, warum diese Männer für mich sterben? Ich habe ihnen eine ruhmreiche Zukunft vorausgesagt. Und so sind sie zufrieden. Was führt Sie nach Columbia, Booker? Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld? Das führt zu Blutvergießen, DeWitt. Aber so endet es ja immer, nicht? Es endet immer mit Blutvergießen. Du willst mein Lamm auf Abwege führen, aber dein Stab ist krumm und dein Pfad gewunden. Geh zurück in das Sodom, aus dem du kamst! Du kannst mir die Kleine auch einfach geben, dann brauche ich hier nicht die ganze Stadt umliegen. Geh zurück! Oh. Ach du Scheiße! Ich muss hier runter. Nachladen. Er findet mal größere Magazine. Hat er nicht gerade gesagt, er tötet mich? Ich muss die Steuerung finden, um nach Monument Island zu kommen. Ist ja gut. Zeppelin-Steuerung. Gibt's hier nicht irgendwo ein Schild? Da will ich nicht drauf, da falle ich garantiert runter. Es ist keine Tür. Ja. Oh. Du Böse? Freut du das rein? Ich tue dir schon nichts. Gut. Dir aber. Okay, ich krieg das Ding schon irgendwie flott. Der Herr vergibt alles. Aber ich bin nur ein Prophet. Ich muss nicht vergeben. Amen. Amen. Warum sieht der aus wie Gott? Was? Himmel! Bist du irre, Tante? Spring! Uhu. Das war knapp. Ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht. Voll. Money. Police Line. Ja, das ist uns doch egal. Ach, jetzt sind wir auf einmal da.
Sie haben Angst vor mir. Was denn sonst? Ich bin auch ganz böser. Da ist es. Monument Island. Möchte bloß wissen, wieso man sie hier entsperrt. Weil sie keinen besseren Raum gefunden haben? Wie halte ich mich eigentlich mit dem Ding fest? Ich muss ja eine ganz schöne Kraft im Arm haben. Guten Tag, klopf, klopf. Pin-ups. Ich schätze, selbst in einer gesicherten Abteilung brauchen die weißen Jungs einen, der die Böden schrubbt. Diese ganzen Politiker und Wissenschaftler achten nicht darauf, was sie in meiner Gegenwart sagen, weil ich ja nur ein dummer Farbiger bin. Aber ich merke, dass sie eine Höllenangst haben vor dem Ding, das sie da oben eingesperrt haben. Ja, sie haben einen Tiger am Schwanz gepackt und jetzt wissen sie nicht, ob sie ihn festhalten sollen oder weglaufen. Sehr merkwürdige Gesellschaft hier oben. Bier, klar, immer her damit. Guten Tag. Warum ist denn hier was kaputt? Was für Experimente macht ihr hier? Will mir das mal einer beantworten? Nicht mit ihr reden. Was ein Quatsch. Oh oh. Wir spielen einfach mal mit den Hebeln. Wir haben einen Teddy gerüstet. Wir haben ein Buch gerüstet. Und irgendwas anderes. So viel Strom. Hallo? Ist hier jemand? Was zum... Hey, Mr. Thompson, Sir, ich habe wie verlangt die gesamten Batteriesicherungen ausgetauscht und die Lichter funktionierten alle letzte Nacht. Letzte Nacht? Jetzt geht's wieder los. Wir verbraten in letzter Zeit kartonweise Sicherung nur für den Zip von allein. Ich kann nicht. Oh Gott. Oh, oh. Da passiert irgendwas. Was? Ah! Oh oh. Das hört sich nicht gerade gut an. Was befreien wir hier eigentlich? Wirklich ein kleines Mädchen? Hallo? Beobachten Sie. Hallo, bist du hier? Hab keine Angst. Ich befreie dich von den Irren. Seine Zukunft vorzustellen ist eine Sache. Sie zu sehen ist eine andere.
Denn ich habe die Saat des Feuers gesehen, die das Sodom unter uns auf das Kommen des Herrn vorbereiten wird. Aber Elisabeth wird diese Saat aussehen, nicht ich. Ich werde fallen, bevor die Aufgabe erfüllt ist. Doch sie wird meine Rolle übernehmen. Der Herr ruft mich zu sich. Ich spüre seine Liebe in jedem meiner Tumoren. Denn sie sind das Schiff, das mich in seinen Hafen bringen wird. Und ich trete freudig ab, da ich weiß, dass Elisabeth meinen Platz auf Erden einnimmt. Doch der falsche Hirte kommt und führt meine Herde auf Abwege. Ich besteige das Schiff erst, wenn sie sicher ist vor seinen Täuschungen. Also ich möchte nicht den ganzen Tag von sowas beschallt werden hier. Solche Riesenlautsprecher. Was zum? Ich riskiere einfach mal da durchzugehen. Ihr habt sie doch alle nicht mehr, alle. Na, wo ist der Push-Button? Wupp. Hier entscheidet man nicht selber, ob man rauf oder runter fährt. Das macht der Aufzug. Hallo, Rezeption. Sind auch überhaupt keine Gentlemen und lassen sich die Frau erstmal umziehen. Nein. Wo ist unsere Waffe? Hallo, Rezeption. Es ist sie. Hallo. Leider keine Pflaster für dich. Ja? Wo geht's lang? Essens. Entweder passiert gleich was ganz Schlimmes oder der Weltfrieden bricht aus. Ich glaube da eher an das Schlimme. Okay. Oh, was ist? Was zum? Oh Mann. Was immer das war. Es hat nichts mit meinem Job hier zu tun. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, rechts. Geht nicht. Tja. Daneben hier lang. Wenn ihr das unbedingt wollt. Kommt mir hier wie im Cube vor, von außen beobachten und innen die Testobjekte drin durch. Mieser. Was macht dieses Mädchen so anders? Ich vermute, es hat weniger damit zu tun, was sie ist, als damit, was sie nicht ist. Ein kleiner Teil von ihr bleibt dort, wo sie herkam. Es scheint, das Universum mag keine Vermischungen. Hallo, Hebel ziehen. Hat die da drin eine ganze Welt für sich? Ja.
Ich hol dich ja jetzt da raus. Glaube ich zumindest. Dafür sollte ich ja anscheinend hier sein. Ach, ich kann auch so schon weitergehen. Bibliothek. Ja, das habe ich gerade gesehen. Auf damit. Oh. Heilige Scheiße. Okay, ich schaff das. Hallo. Die muss auch mal wieder poliert werden.